Zu Beginn ihrer Karriere hat Brigitte Huber es sich nicht wirklich vorstellen können, am Job der Chefredakteurin mal richtig Spaß zu haben. Nun macht sie diesen Job schon seit 12 Jahren und das gleich bei ganz unterschiedlichen Titeln, zum Beispiel bei der Brigitte und bei der Gala. Hallo, Frau Huber in Hamburg. Hallo, Herr Trantow. Frau Huber, was hat sich geändert? Sie oder der Job der Chefredakteurin? Ich glaube, vor allem habe ich mich geändert. Ich dachte, als ich jung war, ist zum Beispiel sowas wie Reporterin oder Chefreporterin zu sein viel, viel spannender, als irgendwo in der Redaktion hinterm Schreibtisch zu sitzen. Für mich war Chefreporterin eigentlich so das Höchste der Gefühle. Man schreibt Geschichten, man recherchiert, man deckt Dinge auf, man kommt durch die Welt. Ja, und jetzt ist es anders gekommen. Sie halten ja eine Menge Bälle in der Luft. Da ist zum einen die Brigitte-Gruppe, da sind aber auch die Personality-Magazine Barbara und Guido von Barbara Schöneberger und Guido Maria Kretschmer. Als neuester Ball dazugekommen ist die Gala. Dabei habe ich ein Zitat von Ihnen in Erinnerung, dass Sie sich das Promi-Segment eigentlich auch nicht so richtig vorstellen konnten, oder? Ja, so sehen Sie. Ich verändere mich einfach dann doch noch im Laufe der Zeit. Ich habe tatsächlich erst mit Anfang 30 angefangen, am Blattmachen richtig Spaß zu bekommen, aber so sehr, dass ich dieses Reportertum niemals mehr vermisst habe. Ich habe dann mich lange sehr, sehr wohl gefühlt bei den eher klassischen Frauenzeitschriften, habe mich dann im Laufe der Zeit so ein bisschen vorgerobbt, auch zu den Personality-Magazinen. Also wir haben vor 6 Jahren angefangen, Barbara zu entwickeln und dann jetzt Guido. Ja, und jetzt habe ich die Chance erhalten, mich tatsächlich an ein People-Magazin wie die Gala wagen zu dürfen. Und die habe ich natürlich sehr gerne wahrgenommen. Und Sie haben auch gleich was geändert, ne? Die Gala liegt jetzt in einem Relaunch oder in relaunchtem Zustand vor. Sie haben inhaltlich was verändert, Sie haben optisch was verändert. Und weil wir bei den Reichen und Schönen sind, lassen Sie uns doch gerne mal ins Heft reingucken und sagen Sie uns, was ändert sich optisch für die Leserinnen und Leser? Ich glaube, man kann jetzt deutlich sehen, dass wir ein ganzes Stück moderner geworden sind. Das sieht man an den Schriften, man sieht es an den Farben. Unsere Creative Director mit ihrem Team, Christian Stübe und den anderen, haben sich wirklich tolle neue Schriften rausgesucht. Schöne Farbtöne, pudrig, weiblich. Es ist sehr locker und lässig und gut kombiniert, aber gleichzeitig mit diesen doch opulenten, großzügigen Bildwelten. Das finde ich sehr, sehr schön. Wir haben uns auch ans Logo gewagt. Wir haben die Typos so ein bisschen modernisiert und auch den Farbton ein bisschen wärmer und moderner gestaltet. Und inhaltlich, was verändert sich da? Inhaltlich ging es uns auch ein bisschen darum, die Nahbarkeit zu erhöhen. Das heißt, wir personalisieren stärker als vorher. Meine Kolleginnen in der Unterhaltung beispielsweise zeigen sich auch mit Bild, erklären den persönlichen Zugang. Das Team um Hans-Peter Juncker, mein Stellvertreter und Redaktionsleiter, haben da wirklich nochmal wirklich dran gefeilt, das auch noch viel näher an die Leute ranzubringen. Auch in der Beauty unter Merle Rebentisch und der Mode mit Markus Luft ist da sehr viel passiert. Wir haben neue Formate entwickelt, zum Beispiel meine Beauty-Routine, wo immer eine prominente Frau uns auch in ihr Badezimmer reinführt und erklärt, wie sie das am liebsten macht morgens in den Startlöchern. Oder wir haben den Style-Checker, die Kolumne von Markus. Wir haben wirklich viele kleine neue Rubriken, über die man sich freuen kann. Ja, also ich glaube, da ist einiges zu entdecken. Ich muss ja zugeben, bin einer von denjenigen, die Magazine ganz oft von hinten aufschlagen. Das ist für mich dann oft der Einstieg. Wie machen Sie das bei der aktuellen Gala? Was erwartet mich, wenn ich die letzte Seite mir anschaue? Auch da erwartet Sie was Neues. Wir hatten da bis jetzt die Immobilie der Woche in den letzten Jahren. Und da machen wir jetzt unter dem Motto, hätten Sie es gewusst oder wussten Sie schon, sieht man da jetzt beispielsweise beim nächsten Mal Barbara Schöneberger, die uns in einem persönlichen Fragebogen ein paar Details verrät, die wir bislang noch nicht wussten. Die Gala positioniert sich inhaltlich ja eher als Freundin der Stars, also als ein Heft, das eher auf Home-Stories setzt, als auf Paparazzi-Fotos. Wenn ich jetzt als politischer Journalist sagen würde, ich bin Freund der Politikerinnen und Politiker, dann hätte ich ganz schnell ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wie schafft es die Freundin der Stars, gleichzeitig auch kritisch zu sein? Ich glaube, im People-Journalismus, vor allem was die Gala betrifft, laufen die Spielregeln ein bisschen anders. Wir haben ein Vertrauensverhältnis zu ganz vielen der Stars und es ist wirklich meine Überzeugung, wirklich auch aus meiner früheren Arbeit, dass man Menschen besser begegnet und auch letztlich mehr von ihnen erfährt, wenn man vertrauensvoll und respektvoll auf sie zugeht.
Sie haben es ganz richtig gesagt, wir sind nicht die, die jetzt irgendwie mit dem Feldstecher durch die Hecke linsen und gucken, dass sie irgendwie so ein Foto abschießen, sondern wir gehen schön durch die Vordertür, wir klopfen und dann werden wir auch gerne reingebeten und erfahren das ein oder andere, das wir auf die andere Art und Weise bestimmt nicht erfahren würden. Dazu kommt auch, unsere Leserin schätzt uns genau für diesen respektvollen Umgang. Die ist gar nicht so scharf darauf, jetzt den neuesten Gossip zu hören, der zu 90% ohnehin nicht stimmt. Sie wollen sich unterhalten, ja, aber auf eine niveauvolle Art und Weise. Lassen Sie uns doch mal über das, ich muss sagen, leidige Thema Auflage sprechen. So ein Relaunch ist ja sicherlich auch ein Impuls in den Markt, den Sie geben möchten. Was erwarten Sie sich davon? Also für uns gehört das schon dazu, also bei all unseren Heften, dass man kontinuierlich dran arbeitet. Sie können nicht ein Heft einfach jetzt jahrelang so laufen lassen, sondern Sie müssen es immer wieder aktualisieren, eine Marke auch immer wieder aktualisieren. Und das betrifft natürlich so eine edle Marke wie Gala auch und ganz besonders. Insofern war das vollkommen klar, dass wir uns das Heft anschauen. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir jetzt beispielsweise wie in Corona-Zeiten auflagentechnisch sehr gut da durchkommen. Man hat eben gesehen, dass in diesen Zeiten die Art, wie Gala berichtet, von den Leserinnen und Lesern sehr gutiert wird, dass auch unsere Abozahlen gut nach oben gingen und so. Das freut uns sehr. Aber nichtsdestotrotz ist es, finde ich, ganz selbstverständlich, dass sie von Zeit zu Zeit ein Heft überarbeiten. Ansonsten veraltet es natürlich sehr, sehr schnell. Trotzdem ist ja die Grundtendenz im Zeitschriftenmarkt ja, dass die Auflagen eher sinken als steigen. Das sieht man auch bei der Gala, wenn man sich so den langfristigen Trend anguckt. Ist es als Chefredakteurin so, dass man da sagt, man kann im Prinzip gegen diesen Grundtrend nicht wirklich was machen? Oder wie gehen Sie mit dem leidigen Thema Auflage um? Also zum einen ist es ja auch schon, vor Jahren hat man schon damit angefangen zu überlegen, was hat neben Gala Print noch wirklich unternehmerisch vielleicht Entwicklungspotenzial. Und es gibt zum Beispiel die Kooperation mit My Cashmere Moments, also wo wir tatsächlich auch über andere Kanäle nochmal gehen. Es gibt Line Extensions. Das ist tatsächlich etwas, was für uns immer interessant ist und was wir weiterentwickeln. Und dann ist natürlich das Geschäftsmodell der Gala nicht ausschließlich glücklicherweise auf den Vertrieb. Wir sind froh, wenn der Vertrieb gut funktioniert. Aber für uns sind natürlich auch unsere Anzeigenpartner sehr, sehr wichtig. Und deswegen haben wir uns auch sehr, sehr gefreut, dass wir 60 gebuchte Anzeigen in der Relaunch-Ausgabe drin haben, weil es für uns auch ein Signal ist, dass sich unsere Anzeigenpartner einfach wohlfühlen in diesem, ich sag mal, glamourösen, unterhaltsamen Umfeld. Wie wichtig ist das Thema Auflage? Und damit sind wir dann auch am Ende bei dem Thema eigentlich grundsätzlich noch. Ist das wichtigste Erfolgskriterium für Ihre Arbeit? Ich sag mal, die mittelfristige Auflage ist natürlich wichtig, aber da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Aber für uns als Journalisten ist es immer wieder sehr, sehr spannend zu sehen, wie hat gerade dieses Thema jetzt funktioniert im Vergleich zum Vorjahr, im Vergleich zum Markt. Und da interessiert uns das natürlich sehr, lagen wir richtig? Ist es tatsächlich besser als bei der Konkurrenz und so? Insofern ist für uns die Auflage, vor allem die direkte Auflage am Kiosk, ist immer wieder einfach eine Bestätigung oder eben auch nicht, dass wir gerade im Moment richtig gelegen sind. Also natürlich ist die Auflage immer wichtig. Ganz vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank, Herr Trantow, für Ihre Zeit. Hat mir Spaß gemacht. Danke.